Wir haben die Kampagne, die sich dem Leben unter Wasser widmet, im Jahr 2017 gestartet. Die Initiative kam von der Organisation PEA für die Gleichstellung der Tiere in der romanischen Schweiz. Die Kampagne erstreckt sich auf alle empfindsamen Wassertiere, also nicht allein Fische, sondern Kopffüßer und Krebstiere gleichermaßen. Die Kampagne heißt »Ein neuer Blick auf Fische«, ist aber weitreichender und gipfelt im Welttag für das Ende der Fischerei, der natürlich auch ein Tag für das Ende von Aquakulturen ist. Wir machen uns für das Ende von Fischerei und Fischzucht stark, indem wir aufzeigen, dass die Interessen all dieser Tiere wichtig genug sind, um zu verurteilen, dass wir sie ausbeuten und zu fordern, dass die Gewalt gegen sie ein Ende findet. Es sind Tiere, die wie wir ein vielfältiges, geistiges und komplexes Leben führen. Und mit uns gehören sie zur Gemeinschaft der Wirbeltiere auf der Erde, weswegen wir sie endlich mitberücksichtigen müssen. Es ist eine Kampagne, die sich international entwickelt, derzeit noch im Wesentlichen in den Ländern des globalen Nordens. Aber wir arbeiten daran, dass die Kampagne auf der ganzen Welt und allen 5 Kontinenten weiter an Bedeutung gewinnt. Ich bin vor 25 Jahren auf die Tierfrage aufmerksam geworden, als ich zuerst von der Kritik am Speziesismus hörte und von der Idee der Gleichheit der Tiere. Das bedeutet die Idee der gleichen Berücksichtigung der Interessen aller bewussten Wesen, aller fühlenden Wesen, die sich in ihren Empfindungen ähneln. Ich habe dann schnell realisiert, dass die überwältigende Mehrheit der Tiere, die wir als Menschen ausbeuten, leiden lassen und töten, jene sind, denen wir die geringste Bedeutung beimessen. Wassertiere, zunächst Fische, aber darüber hinaus Schalentiere und Kopffüßer. Und in der Tat habe ich über 25 Jahre gewartet, bis ich begann, mit anderen eine Kampagne zu starten, um dieses Thema in der öffentlichen Meinungsbildung in den Vordergrund zu rücken. Heute ist es mir besonders wichtig, darauf aufmerksam zu machen, wie dringend notwendig es ist, dass die Tierbewegung sich mehr damit befasst. Schließlich handelt es sich um das größte Thema der Tierfrage auf der Welt. Bei der Arbeit an der Kampagne habe ich tatsächlich viel über die kognitiven Fähigkeiten und das Leben der Wassertiere gelernt. In den letzten etwa 10 Jahren ist eine Vielzahl von ethologischen Studien erschienen. Beispielsweise habe ich gelernt, dass sich Fische unterschiedlicher Arten zusammentun, um dann gemeinsam zu spielen oder zu jagen. Sie zeigen soziale Verhaltensweisen, die extrem komplex sind. Es gibt geradezu fantastisch anmutende Berichte über die machiavellistischen Strategien, die sie einsetzen können. Dasselbe gilt für Krebstiere, wie beispielsweise Krabben. Wir erkennen heute viele Dinge, von denen wir bis vor kurzem nichts ahnten. Aber auch im Hinblick auf die Ausbeutung. Beispielsweise habe ich bei meinen Recherchen gelernt, dass die Fischerei immer tiefer in die Meere vordringt. Wenn die Fangnetze dann aus dem Wasser gezogen werden, leiden die Fische unter dem Druckabfall. Genauso wie es uns auch ergehen würde. Die Schwimmblase platzt, die Augen treten aus den Höhlen und der Magen und die inneren Organe werden aus dem Maul gepresst. So wird infolge der Dekompression binnen ca. 10 Minuten das Innere völlig zerrissen. Außerdem habe ich gelernt, dass zahlreiche Fische an der Luft einen qualvollen Erstickungstod sterben. Es gibt Fische, deren Todeskampf bis zu 6 Stunden dauert. Bei anderen ist es 1 Stunde, bei wieder anderen sind es 20 Minuten. In jedem Fall ist es für unzählige Fische ein schmerzhafter und sehr langsamer Todeskampf. Wir müssen uns vorstellen, wir würden ertrinken über einen Zeitraum von 20 Minuten oder 1 Stunde oder 6 Stunden. Was für eine entsetzliche Vorstellung.
Das Ziel der Kampagne Ein neuer Blick auf Fische ist es, die öffentliche Meinung für das Thema der Wasserwelt zu gewinnen, um letztlich substanzielle Änderungen in den Lebensbedingungen der Tiere zu erreichen. Und das gilt sowohl für die Fischerei als auch für die Fischzucht. Das primäre Augenmerk der Kampagne ist jedoch zunächst, das Thema in der Tierrechtsbewegung selbst zu positionieren. Wir sprechen bis dato in der Tierrechtsbewegung viel zu wenig über dieses Thema. Wir sprechen generell viel zu wenig über Wassertiere. Im Rahmen der Kampagne und insbesondere mit dem Welttag für das Ende der Fischerei rufen wir Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen dazu auf, Aktionen zu starten, die einen öffentlichen Diskurs über eben jene Tiere fördern und was sie ertragen müssen. Und wir müssen uns zum Ziel setzen, dass dieses Thema möglichst schnell zentraler Bestandteil des Selbstverständnisses der weltweiten Tierrechtsbewegung wird, wie es das aktuell noch nicht ist. Die Kampagne verbreitete sich mit Aktionen schnell in über 15 Ländern, mittlerweile sogar 30 Ländern, in Nord- und Südamerika, aber auch in Europa und Ozeanien. Zuletzt unterstützen wir ihre Entwicklung in Asien und Afrika. Bisher dreht sich die Kampagne maßgeblich um den Welttag für das Ende der Fischerei, also einen Tag im Jahr. Aber es steht sehr zu hoffen, dass sich die Kampagne mit der Zeit über das ganze Jahr erstreckt. Mit vielfältigen öffentlichen Veranstaltungen für Meerestiere, wie Konferenzen, Filmvorführungen, Straßenaktionen und vielem mehr. Nun, jeder von uns kann aktiv werden, um dem Thema Meerestiere Gehör zu verschaffen. Es kann viel getan werden auf unterschiedlichste Weise. Jeder von uns kann mit seinem Umfeld darüber reden. Jeder kann in den sozialen Netzwerken dafür eintreten, Videos teilen, Informationen verbreiten, auf die Aktionen hinweisen, die von Gruppen gestartet werden. Am interessantesten dürfte es sein, sich einer Organisation anzuschließen, die sich mit dem genannten Thema befasst, oder direkt selbst eine entsprechende Vereinigung ins Leben zu rufen, die sich diesem Ziel widmet. Ich denke, dass wir nicht warten dürfen, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und in den Medien, auf der Straße und anderswo zu diskutieren, wenn wir wollen, dass es sichtbar wird und dass unsere Kultur, die Kultur unserer Zivilisation, allmählich den Interessen der Wassertiere Bedeutung beimisst. Ich glaube letztendlich, dass es absolut notwendig ist, dass die Tierbewegung sich als politische Bewegung begreift, wie der Feminismus beispielsweise auch. Es ist nötig, dass die Menschen, denen Tierethik ein Anliegen ist, dieses Anliegen als ein politisches verstehen und anstreben, die Gesellschaft zu ändern, die Kultur der Gesellschaft zu verändern und die Regeln der Gesellschaft zu ändern, die die Tiere betreffen. Solange die Tierrechtsbewegung keine politische Form annimmt, keine politische Perspektive einnimmt, werden wir keine substanziellen Veränderungen erzielen. Heute steht die Bewegung zur Befreiung der Tiere ganz am Anfang, soweit es die Frage der Meerestiere anbelangt. Wir schreiben das Jahr Null der Tierbefreiung für die Meerestiere, bedauerlicherweise. Seit 40 Jahren besteht die Bewegung für die Befreiung der Tiere, für Tierrechte. Und bis heute hat man es noch nicht geschafft, die Belange der Wassertiere auf die Tagesordnung zu setzen. Es gilt zu verstehen, dass es eine wichtige Kampagne werden muss, ja allmählich eine ganz zentrale Kampagne. Wir haben diese Entwicklung in der Hand und sollten alles dafür tun, dass der Tag so schnell wie möglich kommt, an dem wir uns wirklich tiefgreifend mit Wassertieren befassen.
Meine Utopie ist natürlich, dass die Ausbeutung der Tiere endet, wobei die große Mehrheit unter ihnen Meerestiere sind. Dass man damit aufhört, sie aus den Meeren zu ziehen, sie zu fangen und zu töten und sie leiden zu lassen, wie es heute geschieht. Eine Welt ohne Tierausbeutung, das ist natürlich schon eine große Utopie. Das wäre ein phänomenaler Schritt, wie es ihn in der Geschichte des Planeten noch nicht gegeben hat, dass eine Spezies auf ihren eigenen Raubtierstatus verzichtet. Aber ich habe sogar noch eine weitere Utopie dahinter, nämlich, dass wir nicht nur die schädliche Ausbeutung der anderen Tiere beenden, sondern darüber hinaus die Gesellschaft sich dergestalt verändert, dass sie auf Wohlwollen und dem Streben nach Gerechtigkeit aufbaut und Solidarität mit anderen Tieren unterstützt. Tatsächlich haben freilebende Tiere kein einfaches Leben. Für viele von ihnen ist es ein ausgesprochen schweres Leben. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass die Menschen anfangen, anderen Tieren eine Hilfe zu sein, mit der Macht und dem Verständnis, die sie sich angeeignet haben, über Leiden wie Krankheiten, Parasiten, Hunger und Ähnlichem. Wir sind Tiere, die imstande sind, solidarisch mit anderen Tieren zu sein. Und für mich ist das das eigentliche Ziel, für das ich kämpfe. Eine Welt der umfassenden Interspezies-Solidarität.